Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Anton Gremsbacher. In der Side Story, ja, bei Anton Gremsbacher, in der Retour Farm, in der Geschichte von Anton Gremsbacher. So, wir sind mal eben schon mal hochgefahren zur Hofversteigerung. Oder beziehungsweise der Maschinenversteigerung. Schauen wir uns das Ganze mal an. Aber ja, ich würde sagen, die kann man nur verschenken. Boah, nee, das ist grün, das will ich nicht. Ansonsten würde ich sagen, hallo zusammen. Gebe ich Ihnen jetzt mal so 10 Minuten für eine Stunde, dass sich die Fahrzeuge alle mal angucken. Ja, dreiviertel Stunde. Oder ganz kurz halt, dass sie sich einmal die alle angucken, ob sie was zu schätzen. Wie gesagt, ich habe die alle von einem Sachverständiger schätzen lassen, was die Fahrzeuge noch an Restwert sind. Und dann werden wir mal kicken, wa? Kick mal, wa? Genau. Hat der LKW ein Checkheft? Oh, das aber wir setzen doch tiefer an, wie der Restwert, oder? Ja, also ich werde ein Mindestgebot voraussetzen für einige Fahrzeuge. Also ich werde jetzt hier nicht den 7R für 10.000 verkaufen. Das könnt ihr euch abschminken. Nämlich? Die Versteigerung ist noch nicht eröffnet, Freunde. Achso. Heben Sie sich das Geld mal noch auf. Wo geht's denn los mit welchem Gerät? Schwarzen T-Modell. Ich würde sagen, wir fangen clean an und steigern uns dann. Ja, dann auf geht's. Na gut, dann haben wir hier so einen wunderschönen Knoche Speedmax 560, auch genannt Messerwalze, war. So aus meinem Erfahrungsschatz. Ich würde mal sagen, Mindestgebot sind schon mal 5.000 Euro. 5? Was haben wir denn für Schritte? 500 ist das Kleinste, würde ich sagen. Okay. Dann bieten wir 6. Warum? Nein, ihr braucht so ein Ding doch gar nicht. Wo ist er denn? Warum denn nicht? Dann 6, 5. 7. Was? 7,5. Was? 7,5. 7,5 zum ersten an Schneider. Ach. Elisabeth, brauchen wir die? Gut. 7,5 weiterhin? 8. 8 für ein. Nee. Ach, wer war denn das nochmal hier? Ach, hier, Herr Rotwild, Entschuldigung. Ist mir. 8 für ein Rotwild. 8 für ein Rotwild zum ersten. 8,5. 8,5 vom Schneider. 8,5 zum ersten. 8,5 zum zweiten. 9. 9 zur Oswin. Oswin, 9 zum ersten. 9 zum zweiten. 9 zum dritten verkauft. Glückwunsch. Oh, dankeschön. Alter, ihr wisst, was das Ding neu kostet, oder? Ja, nicht viel mehr. So, ich nehme die gleich mit. Achso, oh Scheiße, Moment. Die kostet neu über 20. Ja, ist ja aber nicht neu. Kann jemand den Schütte mal nur wegschicken? So, okay, jetzt geht's weiter mit dem Düngerstreuer hier, oder? So ist es. Das Ding ist super. Gut, da müssen wir mal kurz, da muss ich nochmal in mein schlaues Tablet hier reinkicken. Hier ist ein Benzin, der will ja dazu. Der schwarze T-Modell, da bin ich ja, heißt er. Ja. Nee, das Ding ist nicht zur Versteigerung, Freunde. Das steht aber steht in der Reihe der Kennzeichen, ne? Rund lange mal 07. Das Ding ist nicht verhandelbar. 2,50 Euro, mehr ist mir das Kennzeichen nicht wert. Na, hallo, das ist ein Sonderkennzeichen. Das geht für mindestens 10.000 hier unter den Tisch. So, wir machen weiter mit dem wunderschönen Düngesteuer. Auch da würde ich sagen, Mindestgebot sind wir wieder bei 5.000 Euro. Da ist auch noch ein Restdünger drin, ne? Also 600 Liter. Dann würde ich 5,5 anbieten. 5,5 aus den Rosenberg zum ersten. 7. 7, Herr Rotwild zum ersten. 7,5 zum zweiten. 7,5 zum ersten. 8. 8 zum ersten. 8 zum zweiten. 8,2 gibt's nicht. Wir haben gesagt 500er Schritte. 8,5. 8,5 zum ersten. 9. 9 zum ersten. Zum zweiten. 9,5. 9,5 war ein Rotwild. Zum ersten. Zum zweiten. Ja, letztes Gebot 10. 10 zum ersten. Zum zweiten. Zum dritten. Zum dritten verkauft für 10.000 an Herrn Rosenberg. Ihr treibt mich einfach nur sinnlos hoch, ey. So. Naja, gut, egal. Nee, sehr schön, dankeschön. Glückwunsch. Sehr gut. Gut. Oh, dann schönes Modell. Schönes hier Modell. Fein zum nächsten Class Cargos 950, sein Ladewagen, 3-Achser mit Siliermitteltank. Da ist das Startgebot, okay, Moment mal, da starten wir mindestens bei 60.000 Euro. 16,5? 16,5 zum 60, habe ich gesagt.
60.000. Startgebot. 16.000. Dann mache ich 60.5. 60.5 zum ersten an Herrn Rothfeld. Ja, nur schon so. 85. Wie viel? 85.000. 85 zum ersten. 85. Wie viel? 85. Ach, 65. 65.5. Nee, ja, 65.5 zum ersten. 88 nur, machen wir auch. 88 zum ersten. 68. 68 zum ersten, mein Gott. 70. Die haben aber auch ein undeutlicher aus. 70 zum ersten. Jungs, komm, der ist richtig viel wert hier. Der könnte doch, doch was drauflegen. 75, komm. 75 zum ersten. 76. Oh, 76 Mensch. Zum ersten. 80, komm. 80 zum ersten. Wow, 80, sauber. 85 wow. zum ersten. Er mit seiner 50er Schritte, 81. 81 zum ersten. 82. 82 zum ersten. 90 jetzt machen wir auch. 90 zum ersten. 90,5. 90,5 zum ersten. Was? 91. 91 wow. zum ersten. Wer steigt denn jetzt ein? 91 zum zweiten. 91,5. 91,5 zum ersten. 91,5 zum zweiten. 92. 92 zum ersten. 92 zum zweiten. 92,5. 92,5 zum ersten. 92,5 zum zweiten. 92,5 zum dritten und verkauft an die Frau Kron. Wow. Krass. Halleluja. Glückwunsch. Respekt. Aber immer noch. Aber immer noch ja, gut unter Wert eigentlich. Nee, ist schon überwert aktuell verkauft. Oh. Also alle Dude. Neu ja. kostet der mehr. Ja, aber Restwert. Der hat noch einen Restwert von 70.000 gehabt. Geil. Da steigst du bei 60 ein, Sack. Ja, naja, was denn? Das ist eine Hightech-Maschine. Das so, stimmt. Dann haben wir hier so ein schönes, naja, was haben wir hier? Einen Andersen-Ballen-Ladewagen, RBM 2000 für ja, Rundballen. Kann, glaube ich, 24 Ballen fassen, 3500 Liter Ballen. Da haben wir das Startgebot bei 25.000 Euro. 25,5? 25,5 zum ersten. 28. 28 zum ersten. 30. 30 zum ersten. Ja, 30. 33 zum ersten. 34. 34 zum ersten. 34 zum zweiten. Ach komm, mach 35, geht so. 35 zum ersten. 35,5. 35,5 zum ersten. Zum zweiten. Zum dritten 35,5 an. Unternehmen. Das LU, ne? Ja. Hi, super. So, 35. Glückwunsch. 500. Danke, danke. Also man muss mal eine Sache sagen, was ich hier schon beobachtet habe, ja? Der Herr Rothwild sollte ausgeschlossen werden von dieser Veranstaltung. Warum? Weil der nur die Preise hochtreibt. Der hat da nicht ein was gekauft, aber überall mitgeboten. Ja, ich wollte den Ladewagen haben, aber wenn die Krone so Kohle hat. So, dann kommen wir wahrscheinlich zum heutigen Schmuckstück auf der Verhandlung. Geil. Wir haben hier einen wunderschönen John Deere 7R 290. 300. Ja, mit der Generation 2. 300. Da haben wir das Startgebot bei 160.000 Euro. Wie viel? 160.000 Euro. Jo, biete ich. So, 160.000 Euro zum ersten. In der Stille gut. 160.000 Euro zum zweiten, 170 zum ersten. 170 zum zweiten. Ja, 175 mal noch. 175 zum ersten. 180 zum ersten. 180 zum zweiten. 180 zum dritten verkauft an Elisabeth Krohn. Das war ein gutes Geschäft. 180.000 Euro. Ja. Das war ein gutes Geschäft. Super. Wunderbar. Hallo? Ja, okay. Ja. Dann ja. gehen wir weiter zum Preis, den wir machen wollten. Wunderschönen Radlader der Firma Klaas. Ich glaube, das müsste die größte Ausführung sein. Der Torion 1914. Die Palettengabel ist inklusive. Oh, das ist gnädig. Und das Startgebot liegt bei 170.000 Euro. 170? Ja, 170.000. Das ist ja brutal. Das ist auch der stärkste von Würfel Maklas.
So, ein wenig arg viel hoch. Ein wenig hoch arg jetzt, Rudi. Nee, abgesehen vom Restwert her nicht, was mir der Sachverständige gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Komm, hau raus. Er hat noch einen Restwert von rund 190.000 Euro. Also mach mal, ich mach das Stadtgebot mit, aber dann ist Ende. Ja, na dann, 170 zum ersten. 1000. Du wolltest ihn doch haben, Aswin, oder? Ja, für die Genossenschaft, aber das ist puh. 170 zum zweiten. Der macht sich unten im Gewerbegebiet auf jeden Fall gut, oder? Ja, ich überlege, ob wir die Größe brauchen. 170. 175 zum ersten. 175 zum zweiten. 175 kommt. 175 zum ersten. Ihr habt einen Riesenradlader. Ihr habt ein Riesending. Ich bin aber auf dem Glending groß geworden. 175 zum zweiten. Nee, bin ich raus. Und 175 zum dritten, dann verkauft an Wolle. Kann ich das Investorengeld kann ich hier nicht so raushauen, das geht nicht. Das ist too much. Danke, danke. Ja, Glückwunsch. Mille grazie. So, dann geht's weiter. Nächsten sind noch einen... Steine drin. Ja, diese will ich jetzt mal unter Wert verkaufen. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen schönen Krampe-Kitbar. Krampe Halfpipe HP20. Da muss ich mal eben kurz kicken. Da ist das Startgebot bei 10.000 Euro. Geh ich mit? 10.000 zum ersten. Ich würde 10.5 bieten. 10.5 zum ersten. 11. 11 zum ersten. 11.5? 11.5 zum ersten. 12. 14 zum ersten. 18. 18 zum ersten. 18 zum zweiten. 18.5. 19 zum ersten. 19 zum zweiten. 19.5. 20. 20 zum ersten. 20 zum zweiten. 21. 22. 23 zum ersten. Komm aus Wien, da geht noch was. 23 zum 25. Zweiten. 25 zum ersten. Jetzt haben sie sich selber geboten, Herr Gramsbacher, aber alles gut. 25 zum zweiten. Kann man ja mal machen. Ja. Sicher. 25,5 zum ersten. 26 zum ersten. Jetzt an Herrn Gramsbacher hier, jetzt wird es ja nochmal richtig wild. 26 zum zweiten. 27. 28 an Herrn Gramsbacher, das ist ja gnadenlos. 28. Kannst ja fast neu kaufen. 28.000 Euro zum ersten. 28.000 Euro zum zweiten. Und 28.000 Euro für Herrn Gramsbacher kriegt er die wunderschöne Mulde von Glückwunsch. Kampfer. Danke, danke. Glückwunsch. Kannst du aus den Steinen noch eine Burg bauen? Ja. Gut, dann machen wir jetzt. Was haben wir denn jetzt Schönes? Das Wassermilchfass. Dann haben wir hier so ein Wassermilchfass von der Firma Lizard. Das ist der MKS-8. Schönes, wie nennt man das hier? Mit Deichsel vorne, wunderbar. Drehschemel. Startgebot, genau, Drehschemel, meinte ich doch. Ja. Startgebot sind wieder 10.000 Euro. Ja, geh ich mit. 10.000 zum ersten. 11 zum ersten. 13. 13 zum ersten. 13 zum zweiten. 14. 14 zum ersten. 14,5. 14,5 zum ersten. 15 zum ersten. 16 zum ersten. 16 zum zweiten. Und 16 zum dritten. Das war jetzt Herr Rotwild, richtig? Ja, danke. 16.000 an Herrn Rotwild. Haben wir. So, dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Schmuckstück hier auf dem Hof. Ein schöner alter Volvo F16 Intercooler. Da liegt das Startgebot bei 65.000 Euro. Jo. 65. 66 zum ersten. 70. 70.000 zum ersten. 75.000. Hier geht es ja wieder hoch hinaus. 75.000 zum ersten. 76. 76, 77, 77 78, 78, 79, 80, 90.
Ja, bitte? 80, was war jetzt? 90. Ich wollte nur kurz anmerken, dass Frau Krohn, wenn der, wie heißt hier, der Siggi bietet, müssen Sie ihn nicht überbieten, weil ich glaube, Sie waren jetzt zusammen. Was war jetzt das letzte Gebot? 80.000, habe ich das richtig gehört? 90. 90.000 an wen? An Herrn Gremsbacher? Ja. Ey, 90. Du hast doch wissentlich, wie viele LKWs da unten. Jo, und? Das ist doch für seine Sammlung. 90.000 ja, zum aber er zweiten. Gönnt den Leuten 90. 93. 93.000. 95. 95.000 zum ersten. Also da zahle ich keine 1.500 mehr für die Transporttour, höchstens 20 Euro. 95.000 zum zweiten. Nee, der ist immer raus. Schade, und? Hätte gut gepasst, die Genossenschaft. 95.000 zum dritten an Herrn Gremsbacher versteigert. Das Ding ist doch deutlich über Wert verkauft, oder? Der Sachverständige hat da noch einen Restwert von ca. 78.000 Euro ermittelt. Ja. Ja, ich würde sagen, der ist ja Neumann 102 noch wert oder so. Na gut, so. Das ist aber der 500 PSer, ne? Also 100, 120 knapp plus der. Ja. Dann gehen wir weiter zu einem wunderschönen Planenauflieger. Auch gedacht als Sattelauflieger. Passend zu dem schönen F-16, den wir hier gerade versteigert haben. Da ist das Startgebot auch bei 10.000 Euro. Ist das der, welcher ist das? Ist das, das ist einer mit Autoload, soweit ich weiß. Also der kann selbstständig die Paletten mit ein- und ausladen schon. Mhm. So, da sind wir bei 10.000 Euro. Startgebot. 11. 11.000 zum ersten. 12,5. 12,5 zum ersten. 13. 13 zum ersten. 13,5. 13,5 zum ersten. 13,5 zum zweiten. 14. 14 zum ersten. 14,5. 14,5 zum ersten. 15 zum ersten. 15,5. 15,5 zum ersten. 16 zum ersten. 16 zum zweiten. 16,5. 16,5 zum ersten. 20. 20 zum ersten. Aber wenn die Frau Krohn noch eh alles kauft und für alles eine Menge Geld hat, warum zweiten. Machen wir das dann überhaupt? Wer alles kauft, sie ja nicht. 20 zum dritten verkauft an Frau Krohn. Schade, Limonade. So, was haben wir jetzt hier noch Schönes? Und da haben wir jetzt noch eine wunderschöne Krampemulde. 3 in 1. Warum auch immer 3 in 1? Zubohnen. Ach genau, deswegen. Ich bin da nicht so der Technikexperte. Ja, wunderschön. Ne? Schön in Knallrot von der Firma Krampe. Er hat ein relativ hohes Fassungsvolumen, soweit ich weiß. Startgebot sind hier 50.000 Euro. 50.000? 50.000 Euro geht's jetzt. Ja, die bieten wir, ne, Joris? Ja, machen wir. 50.000 zum ersten. 55.000. 55.000 zum ersten. 56. 56.000 zum ersten. 56.000 zum zweiten. Also aufs 80 gehe ich noch. 60.000 zum ersten. Joris? 60,5. 60,5 zum ersten. 60,5 zum zweiten. 60,5 zum dritten verkauft an Joris Schütte, ich denke mal eher BVG. Genossenschaft, ja. Genossenschaft, ja. 60,500 an WVG. Gut, meine Herren und Damen. Damen und Herren, Entschuldigung. Dann werden soweit alle Fahrzeuge versteigert. Bitte, bevor Sie die Fahrzeuge selbstständig abholen oder eben das schöne Fuhrunternehmen beauftragen, bitte ich Sie, bevor Sie die Fahrzeuge abholen, entsprechend die offenen Beträge zu überweisen. Vorher gibt es keine Freigabe für die Fahrzeuge. Ganz kurz, was kannst du mir nur mal kurz sagen, Rosenberghof, was da war? 19.000 haben wir. 19.000, dann überweise ich das an die Stadt oder wie? Nee, geht direkt an den Hof. Erstmal, weil wir das ja als der Insolvenzverwalter ja den Hof sozusagen dann erstmal führt. Das ist der Hof. Heingo. Na, also die Gelder wurde ja so mit ihm besprochen, denke ich mal, war Herr, wo ist er denn jetzt hier? Herr Knöpfle? Ja, die Gelder ja. Sind ja noch eingefroren, ne? Aktuell, also alles, was raufkommt, bleibt auch erstmal drauf. Zumindest weisen noch nichts Neues, ja. Genau. So, und alle Einnahmen, die jetzt durch die Verhandlungen kommen, das heißt, sie zahlen jetzt sozusagen an ihren Hof erstmal die Einkünfte, die sie jetzt wahrscheinlich ersteigert haben, nehme ich mal an, mit der Frau Krohn, richtig? Mhm. Das ist richtig. Genau. Jut. Das heißt, dann können wir jetzt quasi schon überweisen und sind damit durch. Wenn Sie alles überwiesen haben, dann können Sie das gerne machen, ja. Bitte eine kleine Meldung irgendwie an mich geben, einen kleinen Signalton oder irgendwas und dann passt das. Nicht jetzt alle mit auf einmal. Ich habe die 19.000 gerade für uns überwiesen. Dann nehmen wir jetzt, glaube ich, 16 fürs Fass, ne?
Ja. Dann würde ich für die Genossenschaftszahlen ausfielen. Kannst du machen, ja. Warten Sie. Ist bezahlt. Was denn? 16.000 fürs Fass, 19.000 Rosenberg. 19.000 bezahlt. Was haben wir für den Auflieger nochmal bezahlt? 60,5, ne? 60,5 waren das, ja. Was muss Kremsbacher nochmal bezahlen? Kremsbacher hat 95.000 plus 28. 123. Ja, 123.000. Resi, kannst du es direkt mitnehmen, das Fass? Aber das, das würde ich sagen... Ist auch schon überwiesen. Sehr schön, im Auto da. Auch überwiesen? Ja. Ja. Ja, ihr habt einen Traktor dabei. Deswegen. Ja, Kurti, du kontrollierst das alles bitte. Ja, ich hab das alles auf dem Schirm hier. Gut, wunderbar. Gut. Rudi, meine 175 aus der Fallnummer. Was hab ich? Meine 175 für den Radlader aus der Fallnummer. Alles klar. Wie viel Wrapper haben wir, Lu? Anderson? 35.500. Genau. Und dann haben wir noch die Frau Kroh, die noch offen hat. Und die WVG ist auch noch offen. Ja, ich war? Bezahl. Das waren 180 und 20, ne? Naja, waren 92.500 und 180 und 20.000. Der Louis raus. 292,5, ja. So, Genossenschaft müsste auch raus sein. Mhm. Ja, 60,5 ist raus. Was? Wie viel? 60,5. Gerade was, ich da gleich das mal kurz alles ab, was noch bekommen ist. 5? Das passt ja irgendwie nicht. Also, naja, doch, für die Mulde hat die Genossenschaft gerade 65 gezahlt. Achso, gut, ja. Sorry. Ja, gut. Alles klar. Geld. Sonst noch irgendwas? Nö. Dann würde ich Sie bitten, die Fahrzeuge entsprechend natürlich mitzunehmen, wa? Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Alles klar. Die Verhandlung ist beendet. Dankeschön. Tschüss, Ade. Tschüss. Ciao. Dann bleiben wir gleich hier aus, wie immer. Für den Folgetermin. Ja, genau. Soll ich denn die Sachen einmal abholen oder was? Mit unserem Johnny? Ja, das kannst du machen, genau. Oh, haben wir uns noch einen LKW gegönnt. So. Die werde ich aber noch umlackieren lassen. Nur in der Farbe möchte ich den nicht haben. Da gefällt er mir nicht. Da gefällt er mir nicht. Holen wir uns einen den Tieflader und dann holen wir uns die ganzen Gerätschaften da weg. Jetzt hier wieder aus dieser Ecke rauskommen, ne? So, fahren wir hier rüber. Du hast ja ein schöner LKW. Also mir gefällt der. Ja, fahr mal Tieflader holen und dann. Hoppala. Setze mal die Mulde da drauf und den kleinen, unser Spielzeug. Was machen wir, glaube ich, mit dem 1050, weil kann ich die Mulde da drauf setzen, fahren. Ja. Machen wir auch. Yeah.
Ja, da haben wir auch gesagt. Das war bei mir gerade ein Leck. Hoppala. Irgendwas stimmt. Ach Mann. Da ist gerade irgendwas nicht in Ordnung. Weil ich möchte was mit dem Amitrock wegmachen. Und der kommt nämlich weg. Dafür kommt der ein Hof. Oh, Entschuldigung, da muss ich gerade mal niesen. Gremsbacher? Herr Gremsbacher, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, wir haben die Kostenkalkulation für die Zuckerrübengeschichte für den Zucker bekommen. Ja. Und zwar haben wir insgesamt kalkulierte Kosten von 550.000. 415.000 kostet das Bauwerk an sich, also die kompletten Herstellungskosten. Ja. Und dann der Rest ist sozusagen Kalkulation, Wareneinkauf und die Fahrzeuge, was die Genossenschaft sich zugelegt hat, sowie das zentrale Lager, was auch quasi auf alle Investoren übergeht. Ja, ja. Also das geht immer prozentual über. Ja. Ja? Und deswegen müssen wir da ein bisschen mehr, also kalkulieren wir generell immer höher. Also ein Anteil wäre 5.500. Ja. Jetzt ist es aber so, wir hatten letztens erst eine ziemlich wilde Debatte gehabt. Und zwar, was Anteile betrifft. Ja. Wir müssen mit der Genossenschaft einen fairen Wettbewerb schaffen. Okay. Und das bedeutet, dass wir eigentlich eine allgemeine Ausschreibung machen müssen, wer Interesse an Anteilen hat. Ja. Verstehen Sie, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Genau. Deswegen, an wie vielen Anteilen hätten Sie denn generelles Interesse? Das, was ich eigentlich im Endeffekt bekommen könnte. Also das Maximum, was Sie bekommen können. Richtig. Dann würde ich jetzt so machen, ich würde das jetzt ausschreiben. Ja. Und würde dann bis zum Freitag warten. Ja. Und würde sie aber auf jeden Fall damit fest schon mal einkalkulieren, dann weiß ich definitiv schon mal, dass sie da mit rein investieren. Ja. Vollumfänglich und würde mal gucken, wer sich noch meldet und dass wir die Anteile dann gerecht aufteilen. Ja, ja, klar, können wir ja dann immer noch gucken. Ja. Und wenn sich keiner meldet, kriegen sie die 49. Alles klar, weiß ich Bescheid. Na, so machen wir das. Gut, alles klar. Danke Ihnen vielmals. Gerne. Tschüss. Ciao. Jo. Dann schauen wir mal, ne? Wenn er das hier ausschreiben muss und schauen wir mal, was da auf den zukommt dann. Genau, ich muss mal gerade noch mal was gucken. Ja, jetzt sind wir den Anhänger noch dran und dann fahren wir hoch und holen die Mulde und mein Spielzeug ab. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Schaut beim lieben Tino Friese vorbei. Das war's wieder für heute. Und ich würde mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.